So, Freunde der Nacht. Weiter geht's. Na fein, nimm den blöden Anker. Ich will es mit einem anderen Preis versuchen. Na gut. Ich würde schätzen, dass du 20 Jahre alt bist. Warte eine Sekunde, das ist nicht fair. Das Leben ist es auch nicht, Söhnchen. Heute hast du eine wertvolle Lektion gelernt. Und das ist der beste Preis von allen. Na klar, hau Kutterköter in Reihen. Weiter so. Köder Pisser. Na fein, nimm den blöden Anker. Du ja, hättest Mary, sowieso ein lausiges, untotes Monster abgegeben. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht, Furcht und Pest über Leute wie dich zu bringen. Raus hier, bevor ich die dämonischen Legionen des Hades rufe und sie auf dich hetze wie ein Schwarm böser Heuschrecken. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe vor Mary! Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ach, ich hab nur einen Anker da reingelegt. Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um, der größte Spaß auf dem Rummelplatz. Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis. Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen. Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast. Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Maring. Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht, ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Dumme Kerle kriegen dumme Fragen. Ich will mit der Kanone schießen, ich will mit der Kanone schießen. Entschuldigung, kleiner Junge, du bist zu jung. Niete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind, du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's. Fletch. Schon gut. So, jetzt müssen wir langsam den Anker anschmücken, ne? Nun ist es eine schwere Kuchenform. Jetzt habe ich eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Voller Rasiercreme? Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdreck dich, du halbe Portion. Ich auch. Denk mal nach. Ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Tja, der ist außer Gefecht gesetzt. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. Nicht so frech zu kleinen Kindern sein. Böse Ratte, ganz böse Ratte. So, jetzt ärgern wir den Fleischklopster erstmal ein bisschen. Also, Knausen aus dem Fenster und los geht's. Juhu, stinkender Rattenkerl. Hey, raus da, du Mistkerl. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird ja eine Lehre sein. Ja, die Sahne wird einfach mal in die Box gesteckt. Oder die Torte, was auch immer. So. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind.
Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Matt? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Vierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Ja, wo sind die Eichhörnchen? Hm. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Das Gesicht an. Okay, Junge. Tschüss dann. Ih, haarig. Diese Meringue sieht lecker aus. Haarig, ja. Gepfefferte Güte. Gepfefferte Güte. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Skywatch mal wieder total aufräumt hier. Zu spät zum Aussteigen. Ja, das ist aber schade. Wo sind sie? So. Yo ho ho, eine Kuddel voll rum, oder Buddel? Ach, was weiß ich. Ich geh.